willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Wir warten immer noch darauf, dass wir etwas verkaufen können. Hallo Laura. Hallo Luke. Komm, ich will was verkaufen. Nee, nicht Fragezeichen. Da. So. Ich kann hier aber nichts verkaufen. Warum nicht? Ihr Lieben, ich bin mal wieder total bescheuert. Aber es war nicht schlimm, weil ich sowieso noch hier hinkommen musste. Ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt. Ich habe natürlich mal wieder alles falsch im Kopf gehabt. Das war gar nicht hier unten. Hier unten haben wir, glaube ich, schon mal versucht, was zu verkaufen. Deswegen hatte ich das im Kopf. Sondern wir können Essen bei Emma verkaufen. Zu Marco gehen wir dann auch noch mal da oben, der Lebensmittelladen. Ja, wenn, was man nicht im Kopf hat, ne, das muss man dann in den beiden haben. Jetzt haben wir natürlich schon 16 Uhr. Das ist nicht so schön. Müssen wir da hoch und dann sind wir da. Ich hoffe, die hat bis 18 Uhr geöffnet. Damit wir da noch eben was verkaufen können. Und mit Marco müssen wir halt auch nochmal sprechen. Sind wir jetzt hier beim Tante-Emma-Laden? Nee, sind wir nicht, oder? Wo bin ich denn gerade? Hä? Ich sehe mich nicht mehr. Moment. Doch, Emmas Lebensmittel. Ach, da ist sie. Och. Warum ist das eigentlich so? Nein. Jetzt weiß ich, warum der Laden so riesig ist. Weil das gar nicht der Laden ist, sondern weil das hier die private Seite ist. Wehe, du haust jetzt ab. So. Ich kann's verkaufen. Ja. Okay, wir wollen noch mal wissen, Bratkartoffeln mit Ei, das schreibe ich mir jetzt auf. Es tut mir leid, aber ihr werdet das Ganze dann auch bei mir auf dem Blog sehen können. So, das ist für einmal 518. Ja, jetzt war, also jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, dass hier wirklich eine Inflation aufgetreten ist. Fenchel-Kartoffelauflauf. Fenchel-Kartoffelauflauf. Das Gute ist, dass so eine Inflation ja dann nach beiden Richtungen hingeht. Ja, also das wird dann auch etwas höher eingekauft. Oh Gott, Gemüsesuppe haben wir dann einmal. Und da möchte ich gerne meine Theorie noch mal kurz vergleichen, bevor ich das jetzt verkaufe. Ob das tatsächlich stimmt, dass die, die halt die meisten Werte bringen, auch am höchsten verkauft wird. Ach so, die sind, ja, ja, das sind die gleichen, eine Bratkartoffel mit Ei. Ja, gut, okay. Ja, sehr gut. Dann, oh, weiß ich endlich, wie ich Geld machen kann. Ich bin glücklich. Gut, Bratkartoffeln, nee, Moment. Das hier ist das höchste. Das hat 2100, 2000. Okay, das hat mehr. Also meine Theorie ist komplett hinfällig. Es liegt nicht daran. Tja, keine Ahnung, woran es dann liegt. Soll mir auch egal sein, wir verkaufen das jetzt alles. Das, genau, das gibt mir 800. Dann bringen wir das natürlich auch weg. Kann ich das mal eben... Nee, nee. Moment. So. Eins würde ich gerne behalten, zwei verkaufen wir. So, jetzt haben wir 4000 Münzen, das ist schon mal gut. Dann werden wir auf jeden Fall einiges noch kochen, sobald ich die Sachen habe. Was ist das denn hier? Lasagne, ne? Ja, jetzt schöne Rezepte. Fruchtsalat, lecker, lecker. Milchkaffee. Kaffee, Moment. Kaffee, habe ich gehört, sollte man auch auf jeden Fall machen können. Aber das ist jetzt auf jeden Fall noch nichts für heute. Wir haben jetzt 4000 Münzen und wir haben schon sehr spät. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Das lasse ich drin. Moment, die war das aber nicht hier mit der Wolle, oder? Hallo, ich bin Gameplayerin. Ah, hallo, schön, dass du vorbeikommst. Ich habe mich schon gefragt, wann ich dich kennenlernen darf. Ach, Moment, das ist Eugenia. Ich habe noch keine Liste gemacht fürs Spielen, aber ich habe alles so schön auf dem Blog. Das war, glaube ich, die mit die Kräuterdame war das doch, oder? Ich nehme an, auch du weißt schon alles über mich.
Dies und das habe ich wohl mitbekommen. Wir hier in Waldheim reden miteinander und so bleibt nichts lange ein Geheimnis. Ja, ich lebe auf dem Dorf, ich weiß genau, was die meinen. Tiberius hat mich zu dir geschickt, wegen 5 dunklen Fiolen. Verstehe, du interessierst dich für Alchemie. Ein wundervolles Fachgebiet. Und wenn meine Kräuter nicht so viel Aufmerksamkeit bräuchten, hätte ich schon längst selbst damit angefangen, Tränke zu mischen. Hättest du denn die Fiolen für mich? Ganz direkt, das gefällt mir. Ja, und ich habe eine tolle Idee. Ich gebe dir gleich 10 Fiolen und du baust mir im Gegenzug auch ein Alchemielabor. Ach du Schande, ich habe doch noch nicht mal die Sachen für eins zusammen. Ach du Schande. Dann kann ich am Abend auch etwas damit experimentieren. Oh, ich sehe gerade, wir haben die Folge jetzt schon total überzogen. Ja, das mache ich gerne. Wunderbar, also hier deine Fiolen. Und wenn du mein Labor fertig hast, komm doch bitte vorbei und bring es mir. Sollte ich das jemals fertig kriegen, werde ich das machen. Kannst du mir irgendwas zum Kräuteranbau erklären? Kräuter sind mein Leben. Du kannst sie zwar auch gut in den Wäldern und auf Wiesen sammeln, aber ich bevorzuge es, sie selbst anzubauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle Pflanzen und Bäume viel fruchtbarer sind, wenn ich sie selbst anbaue. Ist irgendwo auch logisch, weil man normalerweise dann ja auch die Erde wieder ein bisschen düngt und so, ne? In der Wildnis ist zudem das Suchen und Sammeln aufwendiger. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Gut, und was machst du mit all den Kräutern? Ich benutze sie in der Küche oder verkaufe sie an Mona. Tiberius bekommt natürlich auch immer welche für seine alchemistischen Experimente. Und schließlich ist auch Nial ein guter Abnehmer. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Es scheint, dass auch die Zauberei nicht ohne Substanzen aus Pflanzen auskommen kann. Das hört sich alles sehr interessant an. Wenn du noch mehr über Pflanzen wissen möchtest, solltest du wirklich mit Sophie sprechen. Sophie, wer war denn jetzt Sophie? Sie ist zwar noch sehr jung, aber sie hat eine Gabe und ist unser aller Sonnenschein hier im Waldheim. Sie wohnt mit ihren Eltern ganz im Süden von Waldheim, am Weg, der hinab zur Oase führt. Ah, dann sind das wirklich die DLCs, weil im Süden habe ich auch eine Brücke gefunden und die war auch kaputt. Ja, cool. Und ich meine, ich habe gesehen, als ich starten wollte, dass man die DLCs nicht alleine starten kann. Also man muss dann im Vorfeld erstmal dieses Spiel hier, dieses Hauptspiel durchgespielt haben. Und dann kann man erst die DLCs machen. Also in der Reihenfolge hätte ich sowieso gemacht, davon mal abgesehen. Aber ja, da müssten das die beiden kaputten Brücken sein. Okay, danke. Mach's gut, Eugenia. Ja, wo war der Typ jetzt nochmal? Chloes Restaurant, Markus Laden, der ist hier drüber. Der geht bestimmt jetzt auch wieder ins Bettchen, bevor ich mit ihm reden kann, oder? Obwohl, naja gut, wir müssen nur mit ihm reden und einen Job besorgen. Ich weiß, wir haben jetzt mega Überlänge heute, aber heute ist so viel passiert. Und ich will das jetzt ehrlich gesagt noch durchziehen und mit dem Marco eben noch quatschen. So, guten Tag, was ist mit dir? Brauchst du irgendwas, Helmut? Es ist freundlich von dir, dass du fragst. Da wäre eine Kleinigkeit, die ich gut gebrauchen könnte. Ich würde gerne für meine Frau neue Kissen anfertigen. Ach, er war das mit der Wolle. Klar, aber du brauchst nichts zu bezahlen. Danke. Hätte ich lieber nicht gesagt, oder? Auf Wiedersehen. Ja, aber hat er nicht die Wolle jetzt genommen? Scheiße. Okay, dann nicht. Na gut. Nee, ich wollte eigentlich nichts bei dir kaufen. Ich wollte, aber wenn wir schon mal hier sind, Moment. Du hast jetzt auch nicht zufälligerweise Maisstaude. Kaffeesamen hätte er. Und eine Milchkanne. Das bringt mir aber alles nichts. Wir können uns schon fast die Schere leisten. Wir können uns immer noch keine Tiere leisten, aber die Schere können wir uns fast leisten. Ist das nicht... Ich habe die Rucksäcke gefunden. Ich habe die Rucksäcke gefunden. Moment, das muss ich mir aufschreiben. Marco, Rucksäcke. Jetzt habe ich Rucksäcke geschrieben, aber ist nicht schlimm. Mit 3 Ausrufezeichen. Damit ich das nicht wieder vergesse. Holla, die Waldfee sind die teuer. Okay, ich spare dann auf jeden Fall auf den größten. Das definitiv. Plan Lagerfeuer. Ja, was macht das Lagerfeuer eigentlich? Die haben das um sich rumstehen teilweise. Plan Schuhe der Schöpferkraft. Was ist das denn? Hä? Schafswolle Heilung?
Wie Heilung? Hä? Benötigt robuste Schuhe und uralte Goldmünze. Und Wolle und Heilung, oder wie? Viele Wegeschuhe. Damit erhöht man die Geschwindigkeit. Dann schreibe ich mir das mit den Schuhen auch schon mal auf. Jetzt habe ich Schuhen geschrieben. Naja, egal. Das ist ja cool. Ich weiß, ich bin jetzt gnadenlos weiter am Überziehen. Es tut mir wirklich leid. Es wird heute eine Folge mit mega Überlänge. Die Wege sehen auch gar nicht schlecht aus. Ich muss hier mal ein bisschen gucken. Ich muss hier mal stöbern. Das ist ja Tonscherbenboden. Verkaufspreis 150. Ihr habt doch hier echt was offen, ne? Waffenständer, ja gut. Aber einige Sachen wird man wahrscheinlich nur bei ihm bekommen, gehe ich mal von aus. Notizblock. Einrichtung für ein gemütliches Heim. Achso, entfernen mit der Axt. Ich wollte gerade sagen, was hat das jetzt mit der Axt zu tun? Brunnen. 10.500. Ich glaube, bei dem einen war das irgendwas mit 7.000 oder so, ne? Aber ich meine, hier, ne? Das ist, der denkt, wir sind alle Krösus irgendwie. Vorratspack? Vorratspack Zucker, Mehl? Okay. Schuhe für Schöpferkraft. Dafür brauche ich Schafswolle und Heilung. Aber was meint der mit Heilung? Schuhe der Schöpferkraft. Heißt das dann robuste Schuhe, einfache Schuhe, schillernde Stiefel? Amazonenstiefel. Sie sehen aber so aus wie meine Stiefel damals. Ich habe sie geliebt. Ach, damit kann ich meine Angriffskraft auch nochmal erhöhen. Ich weiß immer noch nicht, was SK ist, aber ATT sollte Angriffskraft, also Attack sein. Attack plus 2, Attack plus 4. Aber die würden mich wirklich interessieren für 15.000. Oh mein Gott, ich muss so einiges kochen. Was brauche ich denn für die... Bin mir gerade nicht sicher. Rosen sollte ich vielleicht auch mal machen. Was steht denn da? Wächst in... Ja, das ganze Jahr, wenn ich das richtig sehe, oder? Sonst müsste doch dabei stehen, nur Frühling oder sowas. Blüte. Ah, nee. Das heißt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ach, ich Idiot. Ich denke, warum steht da Freitag? Okay, also die Rosen kann ich nur im Sommer und im Herbst pflanzen. Okay. Den konnte ich das ganze Jahr, das war ja auch okay. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ist da auch irgendein Samen-Urkorn? Was ist ein Urkorn? Sojapflanze? Die kann man sich auch selber anpflanzen. Maiglöckchen? Sumpfgras? Was man hier nicht alles findet, ey. Butterpilz, Pfefferling. Ja, aber die haben halt alle nicht. Oder war das diese Maisstaude für die Hühner? Ich muss da nochmal nachgucken. Ich gucke da offline nochmal nach, weil wir jetzt auch nicht mehr so viel Zeit haben. Wir sind jetzt schon wieder bei einer Dreiviertelstunde und irgendwie. Was steht der denn da oben rum? Bewacht der da oben die Ecke oder was? Hier ist ja immer noch dieses eine, wo ich nicht so genau weiß. War das nicht hier? Nee, das ist ein Stück über mir. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Na, was lungerst du denn hier rum? Hagen? Hier weiß ich immer noch nicht so genau, was ich eigentlich machen soll. Kann ich hier? Davon lasse ich die Finger. Okay, ernten kann ich hier nicht. Gut, wir haben es noch nicht, immer nicht so ganz rausgefunden. Ich weiß nicht genau, warum. Aber egal, ich werde mich jetzt erstmal eben zurück... Ach, wieso? Was ist denn das? 9. Nee, 0. Okay, wir haben zwar noch nicht so spät, aber ich reise trotzdem schon mal zurück, weil, wie gesagt, ich muss die Folge hier dringend mal abschließen. Es tut mir leid, es dauert immer länger und länger. Oh, meine Süßen. Und nochmal dauert es länger. Jetzt haben wir zwei... Oh, jetzt haben wir hier zwei... Ich muss mal eben Screenshot machen. Jetzt haben wir hier zwei Hühner, die am Eiern sind, wollte ich gerade sagen. Am Brüten sind. Das ist schön. Dann kann ich die Eier nämlich auch schon mal mitnehmen. Ach,
Wieso backt der immer zurück, wenn ich hier drüber springen will? Gemein. Ich habe doch gerade noch hier irgendwas gesehen. Akeleistau, der braucht noch einen Tag. Okay, war anscheinend doch nichts, was ich jetzt hier... Achso, ich wollte aber noch mal kurz gucken. Ah, siehst du, wir müssen wieder Dünger herstellen. Ah, nee, haben wir ja schon hergestellt, genau. So, das stelle ich mal kurz hier rein. Das ist die dunkle Fiole. Das kommt alles zum anderen. Okay. So, Moment. Hier können wir auch noch mal was reinmachen. Nee, ich... Ach so, ich stehe nicht auf dem... Ich wollte gerade sagen, wieso macht der da nichts rein? Das ist auch relativ wenig. Die verbrauchen so viel, glaube ich, ne? Das ist voll. Das ist auch voll. Ja, das ist eigentlich auch noch gut voll. Hier habe ich nichts gepflanzt. Och, und wunderbar. Und ich muss auch nicht gießen. Wunderbar. Das ist noch zu früh, ne? Ihr seid schon fertig. Ja, perfekt. Dann nehmen wir doch direkt nochmal ein paar Karotten mit. So. Ich glaube, die Folge wird heute eine Stunde lang. Ich weiß auch nicht. Es tut mir wirklich leid. Karotten habe ich gar kein... Nee, Moment. Doch, das sind hier die Karotten. Ich wollte gerade sagen, habe ich gar keine mehr oder was? Hä? Aber ich habe nur noch eine. Ja, das ist doof. Nee, warte. Doch, das sind die Karotten. Das andere waren die Zwiebeln. Oh, ich bin heute schon wieder. So, da ist noch alles okay mit dem Boden. Das lassen wir alles so stehen. Dann tun wir die Eier hier rein. Das füllen wir auch alles auf. Dann haben wir den Schlüssel, den wir mal mitnehmen müssen zur Höhle. Was wir im Moment aber noch nicht haben. Korn nennt sich das übrigens. Genau, Korn. Kornhühner. Aber das Problem ist halt... Ich weiß nicht, wo ich das herkriege. Karotten müssten wir nochmal neu kaufen. Und... Ja gut, okay. Hier die Dings haben wir noch genug von. Die Kartoffeln. Das tun wir mal hier rein. Und tun wir das hier rein. Ich glaube, hier haben wir noch was Platz, oder? Wo ist es denn? Da. Ah, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich wo drin habe. Wo habe ich denn den anderen Schlüssel jetzt hingetan? Den habe ich hier hingetan. Der war für auch Aufschließen einer Truhe. Aus der ersten Höhle? Aus den Minen. Ach, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Minen machen sollen. ich würde da zwar auch gerne was machen. Ich weiß nicht. Ich lasse das mal... Was habe ich denn hier drin? Achso, da hatte ich das Essen drin. Ne? Das brauchen wir sowieso bald. Das mit dem Hasen, da müssen wir nochmal gucken. Mit dem Eichhörnchen müssen wir nochmal gucken, was wir da machen. Aber ich dachte eigentlich, dass wir hier die Wolle abgeben können. Aber die will der irgendwie gar nicht haben. Keine Ahnung, warum. Tja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir gehen jetzt erstmal schlafen und in der nächsten Folge werden wir dann gucken, dass wir noch ein bisschen was kochen werden und vielleicht, ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht gehen wir dann mal in eine Höhle gucken und sterben wahrscheinlich dann auch. Ich denke mal, dass die Gegner doch ziemlich heftig sein werden da. Also in der Mine würde ich gerne reingehen, aber ich weiß halt nicht, wie schwer das ist da mit der Mine. Ich glaube, die Mine ist das mit den drei Totenköpfen, was wiederum blöd ist und ich hasse sowieso Minen, davon mal abgesehen. Naja, wir werden schauen. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge noch ein bisschen was zu essen kochen, ein bisschen Geld verdienen und dann mal gucken, was wir am besten damit machen. Entschuldigt bitte die mega lange Folge heute. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen.
Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!